Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, Freunde, lacht, jetzt wird gelacht, jetzt wird gezockt hier. Und zwar Tomb Raider War of the Worlds. Ein kleines Problem. Ich habe hier schon ganz viel gezockt. Ihr seht, ich bin hier bei 204. Aber ich starte trotzdem bei 191 rein. Denn ich habe vergessen, aufzunehmen beim Zocken. So. Das heißt, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo bin ich hier genau. Ich muss im Endeffekt jetzt einfach nur hier hoch. Genau, einfach nur hier hoch. Dann tun wir das mal ganz einfach, locker und easy. Ja, da hangelt die Lara richtig emsig hier. So, jetzt geht's hinein ins Löschen. Und dann geht's hier weiter. So, und jetzt wären wir hier in diesem Zwischenraum. Ja, jetzt werden wir erstmal hier das Inventar hier einsacken. Ich meine, das wären ein paar Pfeile gewesen. Ja. Und ein Fläschchen, genau. Ja, jetzt nehme ich mir hier noch das, ja, das Rad mit. Oder Ventil, wie auch immer. I gotta borrow this. A borrow? Okay, it's a borrow. So, und jetzt komme ich wieder raus und kann zurückgehen. Ja komm, lauf weiter. Ah, bevor ich hier hochgehe, will ich erstmal meine Energie noch ein bisschen auftanken. Na komm, volle Energie hier. Ging nicht. Warum hast du das nicht genommen? Ach so, weil ich im Wasser stehe. Ah ja, genau. Ja, dann muss ich noch einmal kurz zurückgehen. Weil ich brauche definitiv volle Energie. Na komm, Lara. So, das sollte reichen. So, jetzt nochmal. Okay, man darf auch nicht rennen beim Verarzten. Genau, dann brauche ich noch eine richtige Waffe. Die, aber genau, ich nehme mal die andere Munition. Das könnte ich auch schon mal vorbereiten. Classic. Equip. Ja, das passt. Jetzt geht's hoch hinaus. Ah, die Spannung steigt. Was kommt jetzt? Ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich jetzt brauche. Also wird kein schon verraten, was jetzt gleich kommt, wenn ich oben bin. Da habe ich unendlich viele Anläufe benötigt. Ich muss dabei sagen, jetzt weiß ich so in etwa, wie ich mich verhalten muss. Und ich hoffe mal, das klappt am besten first try. So, sofort speichern. Genau, das kann ich jetzt alles wieder überschreiben hier. Jetzt raus hier. Shit, Wild Dogs. Wild Dogs, wo seid ihr? Ah! Incoming.
Ich weiß nicht, von wo die kommen. Okay. Da habe ich einen Hund übersehen. Dich habe ich übersehen. Okay. Also ist nichts mit First Try. Ich denke mal so 21 Try. So, von wo kam ich mal zuerst? Von vorne oder von hinten? Der kommt. Oh, schnell Medizin nehmen. Was kann ich mal schnell nehmen? Irgendwas, was schnell geht. Oh, 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 oh. Ja, okay. Das war jetzt. Das war nix. Okay. Ich hab gedacht, das würde schnell gehen, aber. Ist halt nicht schnell. Okay, am besten einfach nicht beißen lassen, dann kann gar nichts passieren. So, von wo kam jemand zuerst? Von vorne, ne? Shit, wild dogs. Wo seid ihr? Next one's incoming. Von wo? Wo seid ihr? Ich wusste noch einer. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Nein, hab ich nicht geschafft. Ah doch, ich hab's doch geschafft. Ich hab's geschafft. Also im Endeffekt muss man einfach nur schnell sein, bevor die Zeit abläuft, muss man eigentlich nur alle Hunde erledigt haben, bis dann der rettende Hund kommt. Ja, an dieser Stelle sofort abspeichern. Das war jetzt sehr, sehr spaßig. Genau, ich gucke noch einmal, ob hier noch irgendetwas liegt. Nach meiner heldenhaften Aktion hier könnte ich so ein bisschen Energie vertragen. Okay. Ich nehme jetzt Energie zu mir. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ich bin jetzt hier wieder draußen. Und ich muss jetzt irgendwie hier hoch. Genau, da muss ich hin. Und ich habe ja jetzt das wunderschöne Rad. Das müsste ich jetzt erstmal einsetzen. Und da war ich auch gut am Überlegen gewesen, wo kommt das Rad hin? Genau, wie war das nochmal? Jetzt muss ich schon mal selbst überlegen. Denk nach. Wo war das jetzt nochmal? Wo habe ich das Rad eingesetzt? Irgendwo ist doch hier die Klappe, ne? Ich muss in die Klappe rein. Ich muss da irgendwie in die Klappe rein. Oder war das da hinten? Ach, ich war noch gar nicht da oben. Ah, ja, okay. Alles klar, ich erinnere mich, was ich jetzt machen muss. Wo ist die Treppe? Die Treppe ist hier. So. Das machen wir. Hups. Da war ich ein bisschen zu schnell.
Okay. Das Blöde ist, von den lauter Gestrüpp sieht man die Kante nicht. So, jetzt stehe ich genau davor. Einmal hier hoch. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Dann geht es jetzt hier weiter. Genau, den Sprung habe ich ja schon mal probiert. Und der Trick an diesem Sprung ist eigentlich nur, dass man jetzt kein X mehr drückt. Genau, und dann bleibt man nämlich genau auf der Plattform stehen. Und dann kommt man da rüber. Den Fehler habe ich beim ersten Mal nämlich gemacht. Ich habe nämlich X gedrückt gehalten. Wow, Lara. Und dann hat das nämlich nicht funktioniert. Und jetzt machen wir einen wunderschönen Bumm. Bam! I love it. Das macht Spaß. Oh, wie knatscht aber auch alles. Ja, und einfach hier hoch. Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist auch noch übertrieben. Nehmen wir die. Ja, wo bist du denn? Ich kann da jetzt irgendwie nicht sehen. Komm, ich möchte dich sehen. Stelle. Ah, brauche ich den Granatwerfer wieder. Da war ich nämlich auch mal rumtüfteln gewesen. Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Bam. Hoho, da hat er Boom gemacht. Ein Big Boom. Ja, die Plattform einfach nach unten schubsen. Bäm. Dann kann man hier ganz normal easy wieder runter. Genau, und dann habe ich auch noch etwas entdeckt. Hier liegt auch noch irgendwo etwas. Genau, da blinkt nämlich eine Pflanze. Und was zum Aufsammeln. Immer her damit. Weil wenn, dann nehmen wir alles mit. Genau, jetzt schauen wir uns mal das Big Boom an. Sehen wir einfach hier reingehen. War das nochmal? Wie war das nochmal? Tauchen und da war ein Gitter, ne? Ja, genau. So, dann kommen wir jetzt hier auf die Kiste. Ziehen. Nee, dich auch nicht. Ja, dich will ich. Zack. Dann kann man hier rein. Aha, ich sehe gerade, Lara hat kein Licht an. Das ist unartig.
Genau. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt setze ich erstmal das Rad ein. Control, ja, sag ich doch, das ist ein Ventil. Das Kontrollventil. Kann ich den Lüfter so verstellen. Man sieht es ja links. So dass ich durch das Loch komme. Aber vorher betätige ich hier noch den Hebel. Das ist quasi so eine Abkürzung. Zack. Muss ich lang. Einmal hier so rum. Mal einfach hier durch. Lach ich noch was? Nee, ich dachte. Ach ja, genau, hier im Regal war es. Ein Fläschchen, ach wie süß. Ach ja, ach nee, Kollege, hab ich gar nicht mehr gedacht. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Energie. Oh, den hab ich gar nicht mehr gedacht. Hilfe. Erstmal verarzten. Wo kommt der jetzt? Speichern. Na, jetzt kannst du kommen. Ups. Oder? Hä? Wo ist der? Eieieiei. Hatte ich gar nicht so schwierig in Erinnerung. Ja, aber jetzt habe ich auch einfach nur rausgestürmt und hab geballert. Das ist ja das Beste, was man machen kann. Nee, dich will ich nicht. Ja, ist auch ein bisschen übertrieben. Schießt ja noch einer, sind die zu zweit? Okay, also muss hinter mir noch einer sein. Was mache ich denn diesmal falsch? Ja, wo ist er denn? Ich sehe zwar nicht viel, aber ich habe ihn zumindest eliminiert. Ja, war ein bisschen gescheatet, gebe ich ja zu, aber andererseits, die können ja auch cheaten, ne? So, ich möchte euch aufsammeln. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ach, irgendwo noch was? Ja, direkt neben mir. Genau, das Feuer muss ich mitnehmen. Hä? Wo kommst du denn her? Boah. Eieieiei, jetzt habe ich mir aber erschrocken. Ich hatte irgendwie nur eine Erinnerung. Es waren wohl aber scheinbar drei. Ich hatte irgendwas noch. Aha, ein Letter.
auch mal mit. Weil das Geheimnis möchte ich natürlich dementsprechend auch jetzt einsammeln. Ich überlege gerade, kommt jetzt noch einer? Ich meine ja. Oh, was ist das denn? Die Lara has crashed. Okay, gut, dass ich gerade gespeichert habe. So, wie war das nochmal? Na, das nochmal. So, erstmal kriege ich hier hinein. Dann machen wir hier einen Gegenstand auf. Jetzt kann ich hier wieder raus. Erstmal das Regal hier abchecken. Geworfen. Da, jetzt brennt es auch wieder. Gut, genau, jetzt werde ich erstmal die Fackel einsetzen. Muss ich leider hier wieder runter. Das ist jetzt leider so. Irgendein Tod muss man ja sterben. Boah, die Geräusche sind echt unheimlich. Also richtig gut gemacht. Ups, fast weit gelaufen. Herrlich. Richtig gut. Aha, ich wusste doch, da liegt irgendwo was. Das möchte ich natürlich auch haben. Wenn wir ganz kurz gucken. Nö. Mehr haben wir nicht. Ja, jetzt muss ich wieder nach oben. So, hier muss ich jetzt drauf springen. Aber bevor ich springe, mache ich natürlich einen Speicherpunkt. Den schnellen Jump. Okay. Jetzt muss ich das erstmal legen. Genau hier drauf. Und dann auf diese Plattform 1, 2, 3. Oh, okay. Warum hat das jetzt nicht gepasst?
So, jetzt noch Butter bei der Fische hier. Eins, zwei, drei. Letzter Versuch hier. Letzte Kante quasi. Ja, jetzt kommt eine Stelle, da habe ich auch ein bisschen geflucht. Hier muss man nämlich einen unmöglichen Sprung machen. Auf diesen Stein drauf. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, aber der funktioniert. Zumindest nicht besonders gut. Ein bisschen wehtun dabei, klar. Braucht man, glaube ich, wieder diesen Todessprung. Jawohl. Genau, und jetzt muss man, meine ich, hier rüber. Genau. So war das. So war das. Ich erinnere mich. Jawohl. Zack. Ja, nutzen wir mal die Gelegenheit. Nehmen ein bisschen Energie. So. Ah ne, hier ist Sumpf. Hier ist Sumpf. Ne, ne, da gehen wir jetzt mal keine Kompromisse ein. Ich klettere nicht mal sofort hoch. Alter, hätte ich glaube ich gar nicht gebraucht. Das ist egal. Strong wind, but I need to reach the top. Ja, strong wind, das ist wohl wahr. Der wird gleich noch uns so ein bisschen zum Verhängnis werden. Der strong wind. Doch jetzt bin ich hier gar nicht rumgelaufen, dass hier noch was Tolles liegt. Gut, dann wollen wir mal langsam nach oben gehen. Ja, jetzt im Endeffekt einfach nur die Nase nach. Einfach nur nach oben. In Anführungsstrichen natürlich. Jetzt aber Lara. Ja. Ja. Schön X gedrückt halten. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht doch gut aus, ne? Oh. Lara, du machst aber ganz schön spannend hier. Ah ja, das wird jetzt auch mal interessant, der Sprung hier. Eine gewisse Kante. Muss da schon ziemlich genau stehen.
Ja, Gott sei Dank. Ich bin drüben. Das hat auch lange gedauert hier. Ich habe gefühlt 95 Versuche gebraucht, um auf diese blöde Plattform jetzt hier zu kommen. Aber egal, ich bin drüben und nur das zählt. Oh. Wir haben das nächste schwierige Stück. Jetzt mal genau positionieren. So in etwa. Vielleicht so. Ja. Hat schon mal funktioniert. Und jetzt hier rauf. Knapp war's. Can anybody hear me? It's Lara. Come on. Aaron? You! I can barely hear you. Are you okay? I'm so glad you're alive, Lara. We were looking for you. So am I. You're not alone. Lily's with me. We've heard your messages. We're on our way to the base near the ruins of the train station. I'll pass through the tunnel. We'll meet there. Ah, there's so many things you need to know. Good. And Laura, be careful. There's a military base. They're taken for something. Probably the whole complex is underground. Don't go there without me. Wait for me. Find a safe place and wait. Keep your radio on, Laura. I will. And good luck. I'm so happy. Ich denke mal, das reicht für heute. Ich nutze jetzt hier die Gelegenheit und speichere ab. Ja, und verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und auch bis zum nächsten Mal. Glück auf!